Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jagged Alliance 2. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ja, letzte Folge ist leider uns der gute alte Radio Operator verreckt, nämlich Ears. Und weil ich sowieso wegen Raven und wegen Ears tot, also Raven ist ja nicht tot, aber die wird uns ja alsbald verlassen. Die ist übrigens bei 111% Gewicht. Den sollte ich vielleicht einfach noch ein paar Waffen ablegen. Die wird ja eh nicht mehr kämpfen, bis die abhaut. Weil da sowieso noch einiges an Neuanheuerungen ansteht, und zwar zwei insgesamt, habe ich schon mal geguckt, wen ich da nehmen könnte. Und da habe ich mir gedacht, ich habe bei Squad 1 keinen neuen Arzt angeheuert, weil ich halt gesagt habe, naja, eigentlich kämpft Squad 2 nur noch zusammen mit Squad 1. Und Squad 1 hat ja eh einen Arzt dabei, nämlich Ira. Aber zu dem Zeitpunkt war Grumm noch in meiner Hand und da musste ich Grumm nicht neu einnehmen. Und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, wenn ich schon mal dabei bin, dann feuere ich gleich noch Monk. Auch nicht, weil er ein schlechter Söldner wäre, er ist ein äußerst guter Söldner. Aber seine Stimme gefällt mir einfach nicht und seine Sprüche gefallen mir einfach nicht. Und ja, dann heuer ich stattdessen noch einen Arzt an. Und ja, könnt ihr euch gleich mal überraschen lassen, was ich mir da überlegt habe. Ich glaube, die Wahl ist nicht mehr sehr groß. Also, weil die meisten Leute, die in Squad 2 wirklich reinpassen, sind eh schon tot. Und Ärzte passen sowieso nicht mehr rein in Squad 2. Naja, wie auch immer. Und ich werde dann auch noch, wenn Squad 1 in Alma fertig ist, dann werde ich auch noch gleich da Nägel mit Köpfen machen und werde sagen, Scream. Die Stimme von Scream gefällt mir auch nicht. Das heißt, ich könnte ihn einfach nicht mehr in Kämpfen einsetzen. Das wäre absolut möglich. Und könnte ihn hier in Alma lassen, aber dafür ist er zu teuer mit 3.400 am Tag, um hier das militärische HQ zu besetzen. Das heißt, ich werde mir einfach zwei billige Leute von Merc holen, die in das HQ reinkommen. Und Squad 1 wird dann auch noch einen neuen Söldner bekommen, statt Scream. Nur, wer das sein wird, das wird den Leuten, die meinen Charakter Relationship-Graphen studiert haben, wird das schon ganz klar sein. Aber für die anderen möchte ich die Spannung aufrechterhalten. Ich behalte Scream aber erstmal noch, weil er eben ein ganz guter Lehrer ist und weil ich ihn sowieso noch 9 Tage lang hier am Hacken habe, damit er noch ein paar Milizen in Alma ausbilden kann. Und werde sagen, ich weiß, dass hier keine Feinde mehr sitzen können. Wenn hier welche wären, dann würde ich das mit meinen Milizen hier sehen. Wenn hier welche wären, würde ich das mit meiner Truppe hier sehen. Das heißt also, ich kann zumindest den Eiscremewagen auch schon mal vorholen. Und dann gucke ich mal, dass ich Raven, also ein SR25 findet man wirklich an jeder Ecke. Das heißt, das lege ich mal ab. Dann ist sie bei 91% Gewicht und hält mein Team nicht weiter auf, während sie sich weiter fortbewegen in Richtung Alma. Und dann nehme ich hier gleich nochmal für die Leute, die neu reinkommen demnächst, nehme ich hier direkt nochmal zwei von den Dingern mit. Weil ich nicht weiß, ob ich davon in Alma noch welche rumliegen habe. Und ich nehme lieber hier die Treated-Weste, also die Compound 18-Weste mit, als die andere. Und ich hätte hier tatsächlich nochmal ein RPOM, ne? Aber ich glaube keine Munition dafür. Ja, dann lohnt es sich auch nicht wirklich, das Teil mitzunehmen. Ich gucke mal, ob ich hier zufällig noch ein paar Mörsergranaten im Sektor habe. Die könnte ich noch gut mitnehmen. Sieht aber nicht danach aus. Das heißt also, alles klar, Squad 2 ist hier auch fertig und bewegt sich damit in Richtung Cambria. Gut. So. Dann wäre das I'll erstmal be alles pro in no time. erledigt. I'm learning. Und ich sehe, hier wird also ganz schön viel gestartet, was mir gar nicht so viel gefällt. Ich hätte sehr, sehr gerne hier in diesem Kreuzungssektor inzwischen ein paar mobile Milizen, damit er nicht dann wieder von Feinden besetzt wird. Ich weiß aber nicht, ob ich die mobilen Milizen rechtzeitig fertig kriege. Und wenn ich jetzt hier anfange, Milizen rumzuschieben, dann kann ich den Sektor nur mit größtenteils grünen Milizen besetzen. Eigentlich könnte ich das mal machen, oder? Ich nehme einfach mal mir hier aus diesem Sektor, nehme ich mir mal, habe insgesamt Raum für 20 Milizen, die ich befehligen kann. Andererseits verschwinden wieder welche. Das heißt, ich tue hier einfach mal 20 Milizen rein. Dann muss ich nur irgendjemanden in die Kommandozentrale reintun. Das müsste aber Max eigentlich hinbekommen. Oder nee, ich hab ja sowieso hier Leute im Sektor.
Das heißt also, ich kann auch einfach hier die Milizen mir hernehmen und kann sagen, ihr verschwindet mal aus Alma und geht stattdessen hier in diesen Kreuzungssektor, um den erstmal zu besetzen. Und hier muss ich aufpassen, wenn die Jungs hier gleich von Norden hier reinkommen, dann verliere ich eventuell Schenk, der jetzt hier momentan gerade Milizen trainiert. Das heißt also, Schenk schicke ich lieber mal in, da machen wir mal Squad 7 draus und schicke ihn einen Sektor weiter hier in den Süden. Okay. Okay, I'm here. Now what? Und dann kann der hier direkt weitermachen mit dem Miliztraining. Ehe dass ich hier noch Probleme kriege, weil ich eben hier angegriffen werde, wenn Schenk da zusammen mit den Milizen kämpft, dann kann es eventuell sein, dass Schenk drauf geht. Und das wäre wirklich ärgerlich. I'm all done. So, Milizen weitermachen. Und jetzt könnten mir eventuell Milizen draufgegangen sein. Das wäre dumm. Ich hoffe mal, das ist nicht der Fall, weil ich jetzt hier Milizen trainiert habe, während hier noch die Milizen, die ich gerade hier abziehe, in die Richtung im Sektor waren, weil die ja noch nicht weitergelaufen sind. Ich hoffe mal, dass es nicht passiert. So, und dann gucke ich nochmal. Tschüss Milizen, war schön mit euch. Dann gucke ich nochmal, wie weit Dynamo denn ist. Denn Dynamo wäre vielleicht ein Kandidat, wenn der genug Wisdom hat. Der hat 78 Wisdom, ne? Das heißt, wenn ich den auf genug Leadership kriege, dann könnte ich vielleicht Dynamo schon mal als einen der Söldner tatsächlich nehmen, die hier die Kommandozentrale besetzen. Wenn ich den nur auf genug Leadership kriege, aber das wird sicherlich ein Weilchen dauern. Ich weiß nicht, wie viel Leadership er dazu braucht. Also scheinbar habe ich hier tatsächlich keine Milizen verloren, ready? Was wirklich gut ist. Okay, I'm ready. So, weiter geht's mit dem Miliztraining. Und ich gucke mal, was mein Squad 2 momentan macht. Die sind noch auf dem Weg. I took my hike. What now? Die Stimme ist einfach so geil von Steroid. Ja, also, was muss als nächstes getan werden? Raven wird uns bald verlassen. Hat Raven... Nee, Raven hat kein Teaching. Das heißt also, die kann ihre restliche Zeit... Ich weiß, ich könnte, wenn die Medical Deposit von 9000 sogar hat, ne? Medical Deposit von 9000, das ist eine ganze Menge. Da könnte ich mir tatsächlich überlegen, ob ich die nicht noch hochheile. Aber da ich hier sowieso keinen Doktor in der Nähe habe und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, wenn ich die hier hinschicke. Das heißt, ich würde sagen, Raven macht einfach gar nichts. Dann kann sie noch ein paar Trefferpunkte heilen hier eventuell. Kann sich einmal kurz ausschlafen. Ein paar Trefferpunkte heilen, bis sie abfährt. Und Ja, was soll ich dazu noch groß sagen? So, wer ist denn hier noch in dem Sektor und trainiert irgendwas? Lasst mich da... Ach so, Elroy. Elroy trainiert hier Marksmanship. Ist inzwischen bei 68 immer noch. Wenn ich hier noch ein Portemonnaie rumliegen hätte, dann könnte ich das eventuell Elroy noch geben. Aber ich glaube, ich habe leider keine Portemonnaies mehr. Das letzte Portemonnaie habe ich da oben in diesem einen Kreuzungssektor gefunden. Gucke gerade mal. Wahrscheinlich würde ich das jetzt sowieso übersehen, wenn ich noch eins hätte. So sieht zumindest nicht danach aus. Nee, scheinbar kein Portemonnaie. So, da muss ich jetzt dafür sorgen, dass Squad 2 hier vernünftig Milizen in Cambria trainiert. Schenk ist schon mal dabei, hier in diesem Sektor zu trainieren. Dann brauche ich irgendjemanden, der Teaching hat. Oder Deputy ist. Ice hat Teaching, weil Schenk eine schlechte Trainingsrate hat, aber Ice hat eine sehr gute Trainingsrate, das heißt, ich nehme Ice noch dazu. Dann muss ich eben auch gucken, dass hier diese Feinde, die werden vermutlich gleich hier irgendeinen Sektor angreifen. Und da hätte ich sehr ungerne währenddessen einen Söldner hier im Sektor sitzen, aber ich kann Söldner hier nach Norden schicken. Dann schicke ich erstmal das gesamte Squad 2 hier in Richtung Norden. Und Ilio bleibt erstmal noch kurz hier. Raven kann sich wieder schlafen legen und kann mal in irgendein Squad gehen, wo ich sie nicht aus Versehen hier aus dem Sektor wieder abziehe. Grizzly Wolfer Teaching, glaube ich, ne? Ja, Wolfer Teaching.
Dann bleibt er hier. Trainiert Milizen. Steroid sollte eigentlich kein Teaching haben. Nee, hat er auch nicht. Monk ist Ranger, hat aber kein Teaching. Ich nehme einfach mal Steroid. Und schicke den hier mit ins Miliztraining dazu. Und Squad 2 zieht weiter. Hier mal in den, ich glaube hier im ganz südlichen Sektor sollte mich eigentlich niemand angreifen. Okay. Wait for orders. Und falls doch, dann kann ich hier immer noch die Söldner wieder rausziehen. Über die, ganz einfach über die Zurückziehen-Funktion. So, Grizzly hätte ich hier. Links hätte ich hier 54 Leadership und Monk mit 54. Dann werden Monk und Links hier an dieser Stelle Milizen trainieren. Dann habe ich nur noch Grizzly über. Was kann der denn so lange noch machen? Ist eigentlich relativ, der kann mal seine Agilität vielleicht ein bisschen trainieren. Das dauert zwar ewig bei Attributen, aber er ist ja sowieso kurz vorm Levelaufstieg. Und wenn er damit fertig ist, dann kann er Dexterity weiter trainieren. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht mal. Dann wird auch seine Treffsicherheit ein bisschen besser. Und ansonsten würde ich sagen, Zeitraffer kann wieder an. Und dann gucke ich mal, sind meine Milizen hier? Ja, die sind tatsächlich in der Wegkreuzung hier inzwischen angekommen. Mom would have been proud. So, ich bin natürlich für Miguel. So, da ist es 72 gegen 10. Das ist eine relativ eindeutige Entscheidung. Ich bin hier für Dynamo und ich würde ganz gerne hier Grizzly sagen, lieber Train, Practice, Dexterity. Das steigt auch schneller, weil er da eben momentan weniger drin hat. Damit kann er sicherlich nochmal seine Treffergenauigkeit ein bisschen verbessern. So insgesamt, unterm Strich. Und mach einfach mal kurz weiter. I look for orders. Hier sind inzwischen die Milizen fertig durchgerasselt. So, und dann habe ich momentan erstmal wieder wenig zu tun. I'm all done. Bis hier die Milizen fertig ausgebildet sind, sowohl in Alma als auch in Cambria, damit das nicht wieder passiert, dass irgendwie mir die Städte, die ich jetzt inzwischen schon habe, wieder neu eingenommen werden. Und scheinbar ist dieses Miliztraining ganz schön teuer, ne? Ich habe wieder nur 83.000. Ich weiß gar nicht, wofür ich so viel Kohle ausgegeben habe. Ist das wirklich allein für das Miliztraining gewesen? My assignment has come finished. What to do now? So, weitermachen. Und Raven ist dann in 2 Stunden. My contract's about up for renewal. I'm interested, if you are. Ist dann inzwischen am Start und wird sich bald hier vom Acker machen, was wie gesagt ein bisschen schade ist für ein Level 8 Söldner insgesamt, aber ja, sie ist mir auch ein bisschen zu teuer geworden mit 7.500 am Tag, das ist ja nun wirklich, also richtig hart. Keep in mind that my commitment is coming to a close here. I'm really moving up. Figured my pay should reflect that. Ja, genau. 80.000 für 2 Wochen kannst du komplett vergessen, Mädel. Like to use you as a reference, if you don't mind. Ich würde... Hätte gerne, dass sie ihr Equipment in B13... Nee, das ist in Drassen, ne? Dann hier, wo sie gerade ist. Zack, und Raven ist weg. Und ich sollte weniger Geld als normal wiedergekriegt haben. 950 nur, weil sie verletzt zurückgekommen ist. Das ist aber kein so großes Problem für mich. Hoffe ich doch zumindest. So, dann habe ich bisher noch niemanden wieder neu angeheuert. Ready. So, hier wäre ich jetzt schon mit den ersten blauen Milizen am Start. Wenn ich tatsächlich nicht hier einmal kurz reingeklickt hätte aus Versehen.
und dadurch wieder 12 Milizen vernichtet hätte. Und ich warte gerade mal bis 9 Uhr, damit ich gerade eine Fuhre schnell an Toni verkaufen kann. So, da wäre es 9 Uhr. Gucke ich also einmal kurz bei Toni vorbei und muss am besten auch Raffi gleich neues Equipment geben. So, einmal Raffi. Upp. 6000. 9000. 15.000 und 63. Ach komm. Kann ich nicht sagen, lass die $63 einfach mal stecken? 13.900. 13.600. Achso, ja, genau. Wenn ich hier eine teurere Waffe rausnehme, ist das ja klar. Wie viel ist das Ding hier wert? 5.000. Wenn ich sage, ich nehme... Ja, dann bin ich bei 14.700. Das ist machbar. So, das sieht ganz gut aus. Very good. Dann bin ich hier auch wieder bei 103.000 und dann gucke ich mal, dass ich schnell den Vertrag von Wolf verlängere, ehe dass mir jemand anders den wegschnappt. New contracts, new rates. Figure I'm worth a few extra dollars now. So, 46.000 kann ich mir momentan nicht leisten, solange ich Grumm noch nicht eingenommen habe. Das heißt also, ich nehme lieber die eine Woche für 25.000. Wie sieht's bei Links aus? Der ist nämlich auch sehr teuer. Der hat 5,2 Tage. Henning hat 5,2 Tage. Ich glaube, die sind beide ungefähr gleich. Aber weil die sowieso nicht im selben Team sind, ist es egal, wen von beiden ich zuerst verlängere. So, Links nimmt auch direkt 46.000 für eine Woche, aber kann ich mir nicht leisten, ihn nicht mehr einzustellen. Und Henning ist wirklich sehr, sehr günstig. Aber bevor ich jetzt aus Versehen irgendwie... Habe ich ihn aus Versehen rausgeschmissen gerade? Ich habe ihn aus Versehen rausgeschmissen gerade. Ja, da habe ich seinen Vertrag gerade mal um einen Tag verlängert. Habe ich mich gerade verklickt. Ich wollte ihn eigentlich... wollte ich einfach nur auf Cancel drücken, weil ich nicht wollte, dass meine mein Einkommen unter... Ja, unter... Oder mein momentanes Geld unter 30.000 sinkt. So. Also das mit den Milizen sollte jetzt eigentlich Schlag auf Schlag gehen. Okay, that's it for this job. Anything else? So, ja klar, mehr Milizen. So, die Jungs hier oben laufen hier tatsächlich nur Patrouille und machen keine Angriffe. Das ist gut zu wissen und beruhigend zu wissen. So, wie sitzt denn bei... Wen hatte ich denn nochmal, der jetzt gerade hier trainiert? Grizzly war das, ne? Hat seine Dexterity immer noch nicht wieder hochgekriegt. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ich denke mal so einen Tag noch und dann... Dann ist es gut. Er soll ja eigentlich 2 Punkte pro Tag tatsächlich, 2 Punkte pro Tag tatsächlich trainieren. So, 14 Uhr. Und hier habe ich tatsächlich jetzt momentan 100% Loyalität in Alma. Das ist auch schon gar nicht so schlecht. Und ich stoppe hier gerade mal den Zeitraffer. I'll be a pro in no time. I'm done. I'm all done. Überall werden neue Milizen fertig. Warum ich hier nur so wenig gekriegt habe, weiß ich auch nicht so genau. Aber ich mache auf jeden Fall mal weiter mit dem Miliztraining. Und dann nehme ich mir mal meinen Truck her. Oh, jetzt hätte ich fast hier wieder reingeklickt und die ganzen Milizen vernichtet. Ich nehme mir gerade mal meinen Truck her, weil hier gerade frei ist. Und werde hier einmal kurz nach San Mona juckeln, um die neuen Waffen und vor allen Dingen den Kopf abzuliefern.
Denn der Kopf bringt mir auch nochmal 10.000. Und jetzt momentan in meiner Situation ist wirklich jeder Cent es wert. Oh, 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 oh. Da komme ich gar nicht lang. Wo ist Ilio mit seinem Truck? Ja, das ist dumm. Ich komme hier in den Sektor gar nicht rein. Da muss ich tatsächlich noch warten, bis Squad 2 fertig ist in Cumbria und wieder voll ausgerüstet ist. Also auch wieder auf voller Mannstärke ist, bevor ich hier mit Ilio weitermache, weil hier komme ich momentan auch nicht lang. Ja, das ist ein bisschen blöd. I look for orders. So, mehr Milizen. Alles klar, weiter geht's. No quick way. Ilio ist angekommen. Soll mich nicht weiter stören erstmal. Und dann werde ich auch mal sehen, dass ich tatsächlich hier dann auch wieder ein bisschen Milizen platziere und hier in dieser Kreuzung auch wieder Milizen platziere, weil ich keinen Bock darauf habe, jedes Mal wieder die ganzen Feinde zu bekämpfen, die sich in den Sektoren dann wieder einnisten. So, wie sieht's mit Dynamos Führungsqualität momentan aus? Immer noch auf 8. Was trainiert er denn? Der hat was ganz anderes trainiert, ne? Ich weiß nicht, was der trainiert hat, aber es war auf keinen Fall Leadership. I am ready. So, und ich hoffe mal, dass ich dann endlich mal hier mein Hab und Gut vernünftig abgesichert habe, wenn ich hier mit den ganzen Milizen durch bin. In Alma bin ich ja demnächst schon fertig. Ich muss noch hier Cumbria Mine, ja, Reinforcements und vor allen Dingen meine Söldner zurückziehen. Und dann das Zurückziehen, wo sind die Leute? Das sind, glaube ich, Grizzly, genau, das sind diese drei hier. Und dann das Zurückziehen abbrechen, scheinbar geht das gar nicht. Ach so, weil die sich noch gar nicht bewegt hatten. Dann Links und Monk weiter Milizen trainieren, Grizzly weiter Dexterity trainieren. Gucke ich mal, wie es aussieht. Ja, die sind dann hier auch bald durch. Mit den Milizen in diesem Sektor. That's encouraging. I'm done. Improving all the time. So, weiter Milizen trainieren. Ihr wisst es ja schon. I'm all done. So, und hier habe ich wieder die Möglichkeit gleich einmal bei Miguel mich ein bisschen einzuschleimen. Und mich bei Dimitri nochmal schnell bei Dimitri ein bisschen einzuschleimen. Also dass die Modalität der Boxen ist ein bisschen irritierend, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich diesen Dialog hier nicht anklicken kann, wenn irgendein anderer Dialogmodalität hat. Das ist ein bisschen dumm. So, und ich trainiere auch tatsächlich hier in Cumbria die blauen Milizen voll aus. Ready. Weil die grünen Milizen einfach zu schnell wieder draufgehen. Das lohnt sich einfach nicht, mit den grünen Milizen groß anzufangen. Okay, I'm ready. So, sieht doch so aus, als wäre ich hier in Alma tatsächlich bald fertig. Dann kann ich mich auf den Weg in Richtung Balim machen, dann wird es auch endlich wieder ein bisschen actionreicher. Aber vorher muss ich ja noch einen neuen Söldner anheuern. Muss ich nur gucken, bald wird es 9 Uhr, dann kann ich, also muss ich aufpassen, dass hier meine Verträge nicht unter die kritische Marke sinken. Das wäre also ganz schlecht, wenn ich
keine... Ja, ich kann momentan eigentlich keine neuen Leute mehr anheuern, ne? Dafür habe ich einfach zu wenig Asche. Naja, um 9 Uhr ist erstmal wieder Toni-Zeit. Dann sieht die Welt auch wieder ein bisschen besser aus. Und momentan kostet mich das Miliztraining eben auch sehr, sehr viel Geld. So, dann ist es erstmal wieder... Okay, that's it for this job. Anything else? What's up, dude? Got this wrapped up. Next. Habe ich schon wieder 3000 ausgegeben. So, dann ist es erstmal wieder 9 Uhr durch. Und das heißt, einmal Toni-Zeit und ich muss jetzt wirklich sehen, dass... Ja, hatte ich schon wieder den Milizbildschirm an, dass ich Squad 2 dazu bringe, hier mal die Waffen abzuliefern. Denn das reicht noch für 2 Tage, würde ich mal so sagen. Und dann ist hier wirklich Schicht im Schacht. Bossman! Yes? Let me see what we have here. There is value to this. I will pay a fair price. 13.100. 15.069 schon wieder. Ja, Mist. 14.100, okay, dann sage ich auf die 900. Anything else? Ist dann ein kleines Häufchen gesetzt. Very good. Und weil die anderen Folgen diese Woche alle so 40 Minuten lang waren, würde ich sagen, also ich mache an dieser Stelle erstmal Schluss. Werde in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mit das Miliztraining weitermachen. Und dann in der letzten Folge für Freitag werde ich hoffentlich soweit sein, dass ich hier in Alma dann weiterziehen kann. Und vielleicht sehen wir uns also beim nächsten Mal auch wieder und bis dann.